Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Shiny Gold X Nuzlocke Challenge. Und im letzten Part sind wir ja hier in Ebenholz City angekommen, in der Stadt der letzten Arena unseres Abenteuers, beziehungsweise so gesehen, ich weiß ja nicht, wie weit Kanto geht, aber zumindest in der Johto-Region ist es unsere letzte Arena, die 8. Arena, um genau zu sein. Und heute möchte ich mich um die Route unter Ebenholz City kümmern, die sich nämlich hier befindet. Und hier können wir uns auch direkt ein neues Pokémon fangen und natürlich doch mal direkt als unser Ziel ansetzen, ja. Ich würde mal direkt sagen, wir langen gar nicht mehr. Aber warte mal, nee, ich möchte aber erstmal Mr. Methan nach vorne setzen wegen der Dönerwelle. Müsste Mr. Methan doch haben, oder? Dönerwelle? Hat Mr. Methan das nicht sogar? Ich hoffe schon. Wow! Okay, that is some serious. That is a serious fucking Pokémon. And I don't have Dönerwelle on my moveset. Ich sollte, glaube ich, mit Sonic Boom angreifen. Ach, natürlich! Mist! Natürlich! Also, ja, Panzeron habe ich noch nie benutzt in einem Playthrough. Wirklich noch nie. Ist auch so ein Pokémon, was ich eigentlich gerne mal benutzen würde. Habe ich nie benutzt. Noch nie. Natürlich crittest du. Kann man auch mal gut benutzen. Mir würde jetzt kein Name einfallen, aber ey. Mir fällt echt kein Name ein. Scheiße, wie soll ich das Pokémon nennen? Wie soll ich denn das Pokémon nennen? Holy shit. Ich überlege gerade irgendwie nach einem majestätischen, nicht Pokémon, da war ich nicht drauf. Irgendeinem majestätischen Pokémon oder irgendwie sowas. Oder irgendwie, sagen wir mal, irgendeinen Vogel aus einem Videospiel oder sowas. Aber mir fällt da echt nichts ein. Sehr nice, wir haben es gefangen. Ja, wie kann man denn so ein Skarmory nennen? Ich habe schon eine Idee. Doch, ich hab schon eine Idee. Das ist eigentlich ganz cool. Mir gefällt der Name. Und zwar erinnert mich das ein bisschen an CSGO Knives, ja? Und zwar Damaskus. Ich weiß jetzt nicht, also ich weiß auch, dass es irgendwie im Real Life irgendwas ist. Damaskus auf jeden Fall. Zumindest es gibt Skins in CSGO, also in Counter-Strike Global Offensive. Es gibt zum Beispiel Knife Skins, zum Beispiel das Butterfly-Messer Damaskus-Stil. Und daran erinnert mich das jetzt einfach mal, ne? Weil es halt Stahl ist, Stahlvogel. Es besteht eigentlich nur Stahl, so gesehen. Und warum nicht Damaskus dann einfach? Und deswegen denke ich mal, dass das ein ganz interessanter Name ist. Ich denke mal auch, es klingt ein bisschen cooler, als wenn ich das irgendwie so einen majestätischen Vogelnamen gebe, wenn man dann doch irgendwas Ausgefalleneres hat, wie zum Beispiel Damaskus. Moinsens, Modest Nature, okay, Keen Eye hast du, alles klar. Die Defensivwerte sind natürlich überragend, ja, wie es, wer war das nochmal, wer hat das nochmal so gesagt beim Fußball? Ja, es ist natürlich überragend, wie sie gespielt haben, wie, das ist natürlich, ach, Franz Beckenbauer, genau, Franz Beckenbauer. Jeder feiert seine Interviews, jeder macht sich lustig über seine Interviews, weil das ist ja einfach überragend, ja, wenn man diese Leute auf dem Platz sieht und wenn man diese Leute einfach auf dem Platz spielen sieht, das ist Fußball vom anderen Stern, das ist überragend. Willkommen in der Welt von Franz Beckenbauer. Wer ihn nicht kennt, ihr könnt euch mal gerne Interviews von ihm anschauen. Zu geil. Okay, die Moveset ist natürlich nicht wirklich das Gelbe vom Ei, ist not the yellow from the egg, aber komm, damit können wir auf jeden Fall gut arbeiten. So, hätten wir uns schon mal das Skarmory gefangen, diese paar KP, die ich da bei Elektroball verloren habe, möchte ich auch lieben gerne wieder auffüllen hier, Madame. Also heilen wir mal bitte meine Pokémon, das wäre ziemlich lieb. Und jetzt reden wir mal ein bisschen miteinander. Ich bin heute ein bisschen gut drauf. Wisst ihr wieso? Ganz einfach, weil ich heute versuche, 24 Stunden wach zu bleiben. Wir haben es nämlich jetzt gerade 11.20 Uhr und ich bin nicht schlafen gegangen. Das hat eigentlich den Grund, weil ich meinen Schlafrhythmus wieder zurückbekommen möchte. Das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht Spanisch oder ein bisschen Latein vorkommen, aber hört mir mal zu. Ich saß an einem Tag oder am gestrigen Tag saß ich da und bin so ungefähr um. Ich hab keinen Schutz mehr. Und bin so ungefähr um 3 Uhr nachts schlafen gegangen. Und mein Körper hat sich entschieden, nachdem ich um 3 Uhr nachts schlafen gegangen bin, einfach mal um 3:30 aufzustehen. Ich glaube, das habe ich im letzten Part ja schon gesagt gehabt. Einfach mal um 3:30 dann aufzustehen, nachmittags. Obwohl ich um 3 Uhr eigentlich schlafen gegangen bin. Geil, Körper, hast du dir wirklich super eingeplant. Hast du toll hingekriegt. Dann habe ich mir natürlich so gedacht gehabt, oh Mann, Teddy Ursa wäre geil gewesen. Dann habe ich mir natürlich so gedacht gehabt, so, ja, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Weil du kannst ja jetzt nicht irgendwie wieder. Ich saß halt mitten in der Nacht da, ihr müsst euch das vorstellen, um 4 Uhr morgens und mir war halt nicht müde. Und ich bin halt so, wenn ich um 4 Uhr morgens nicht müde bin, dann gehe ich auch nicht schlafen. Weil dann kann ich nicht schlafen. Wenn ich nicht müde bin, kann ich nicht schlafen. Es gibt ja Leute, die können sich dann einfach hinlegen und schlafen irgendwann ein. Ich kann das nicht. Wenn ich um 4 Uhr morgens da bin und ich merke, ey, ich bin nicht müde, sondern hellwach,
dann bringt es mir nichts, wenn ich mich auch nur hinlege. Das bringt mir nichts, weil ich werde nicht einschlafen. Also habe ich mir dann so überlegt, was machst du denn jetzt? Weil das ist jetzt ein bisschen blöd. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie wieder bis 6 Uhr morgens machen, dann um 16 Uhr wieder aufstehen. Das ist irgendwie scheiße. So, habe ich mich dazu entschieden, einfach mal jetzt die Nacht durchzumachen, dann einfach mal früher schlafen zu gehen. Also so um 20 Uhr, 21 Uhr. Einfach damit ich dann halt, wie gesagt, dann einfach mal komplett ausschlafen kann. Am nächsten Tag dann vielleicht um, was weiß ich, 9 Uhr oder 8 Uhr aufstehen kann. Sodass ich einmal komplett ausschlafe. Sodass ich auch meinen Schlafrhythmus wieder zurückbekomme. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Das bedeutet, ich mache jetzt so gesehen 24 Stunden durch. Wenn nicht sogar ein bisschen länger, weil ich meine, 24 Stunden wäre ja, wenn wir halb 4 haben. Wir haben es jetzt gerade 11.21 Uhr. Und ich habe jetzt gerade sowieso nichts Besseres zu tun. Ich saß gerade mit einer Person auf Discord. Die Person ist aber ganz kurz weggegangen, weil sie Essen tut. Und wie gesagt, ich möchte mich ja auch nicht irgendwie müde machen. Das Problem ist halt, auf YouTube läuft in dieser Uhrzeit nichts. Zumindest, also ich habe 1400 Leute auf YouTube abonniert, ja. 1400 Leute ist eine ganz schön verdammt große Zahl. Nichtsdestotrotz wird so ungefähr im, sagen wir mal, Zeitrahmen zwischen 7 Uhr bis 12 Uhr dann nichts für mich hochgeladen, wirklich nichts. Da sind keine Videos, die ich mir gerne anschauen würde. Weshalb ich dann halt immer müder werde, weil ich nichts zu tun habe vom PC. Weil auf Twitch läuft dann auch meistens nichts, was ich mir gerne anschaue. Fernsehen gucke ich sowieso nicht mehr. Und zocken ist halt kacke, weil entweder meine Mates halt nicht online sind, weil sie gerade selber alle am Schlafen sind, oder weil es halt viel zu früh ist. Deswegen werde ich da immer extrem müde. Um das einfach jetzt so ein bisschen zu, ich sag mal, überwinden, müde zu werden, also bin ich momentan nicht, ich bin momentan sehr hellwach, aber um diese Müdigkeit dann so gesehen nicht zu bekommen, habe ich mir jetzt einfach dazu überlegt, einfach mal aufzunehmen. Ich nehme einfach mal die Zeit, wo ich eh nichts zu tun habe, und nehme einfach mal auf, so gesehen. Und wenn die Person wieder auf dem Discord ist, dann quatsche ich einfach weiter mit der, während ich einfach zocke. So einfach ist das. Und die sorgt auch hoffentlich dafür, dass ich auch wach bleibe. Das wäre nämlich sehr blöd. Das ist jetzt das Dümmste, was ich machen könnte. Wenn ich jetzt um 11.22 Uhr pennen gehen würde, Alter, Leute, dann ist alles im Arsch. Dann würde ich nämlich so ungefähr um 19 Uhr aufstehen oder so. Ne. 19 Uhr, 20 Uhr oder so aufstehen jetzt, das ist Selbstmord. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Deswegen ist es wichtig, dass ich jetzt wirklich durchstehe. Spät, also frühestens schlafen gehen sollte ich um 19 Uhr. Allerfrühestens. Damit ich dann nicht irgendwie um 4 Uhr morgens oder so wach werde, weil das wäre natürlich auch ein bisschen blöd. Ich möchte halt wirklich nur meinen Schlafrhythmus so ein bisschen wieder in Ordnung kriegen. Zumal ich nächste Woche Donnerstag meinen ersten Schultag dann wieder habe, ja, tatsächlich. Der 3. August ist für mich in Niedersachsen der erste Schultag dann wieder. Feels bad, man, ich weiß, waren sehr schöne Ferien so gesehen, aber was willst du machen, ne? Und deswegen möchte ich auch mich, wie gesagt, so ein bisschen wieder in den richtigen Schlafrhythmus reinprügeln. Deshalb nicht wundern, wenn, dass ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich jetzt versuche, 14 Stunden wach zu bleiben. Es hat alles so seinen Hintergrund. Und das ist auch der Grund, wieso ich hier gerade aufnehme. Vielleicht nehme ich ja sogar noch einen zweiten Part für morgen auf, wer weiß. Muss ich mal schauen. Oh, Revenge. Oh, selbst wenn es nichts Effektives ist, ey. Okay, nee, es macht fast gar keinen Schaden. Ich dachte, es mal ein bisschen mehr. Ja, also, wie gesagt, das hat ja alles so seinen Grund. Und ich meine, so gesehen, ich tue mir damit ja selber was Gutes. Ich meine, jetzt muss ich mich heute Nachmittag oder ich sag mal, ich würde mal als Grenze ansetzen, ich glaube, ich werde so ab der Mittagszeit werde ich höchstwahrscheinlich sehr müde werden. Da werde ich wahrscheinlich mit der Müdigkeit richtig zu kämpfen haben. Da muss ich mal schauen, dass ich so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen, nur ganz leicht trainiere sogar vielleicht. Also, dass ich nämlich dann einfach mal hier bei meinem Teppich breit mache und ich irgendwie, was weiß ich, ein paar Liegestützen mache, ein paar Sit-Ups oder irgendwie sowas. Einfach nur ein bisschen meinen Körper wieder, meinen Blutfluss zu bekommen, sodass ich nicht müde werde oder so, dass mein Körper wieder aktiv wird. Ich glaube, das ist so etwas, was ich machen sollte. Und sonst, keine Ahnung, kaltes Wasser hilft halt immer. Cola sollten wir auch noch da haben, so ein bisschen. Und wenn, dann trinke ich halt einen Tee oder Kaffee, wenn es sein muss oder so. Weil ich denke mal, bei mir wird sich die Müdigkeit durchsetzen nach der Mittagszeit. Also sprich, ab 13 Uhr ungefähr werde ich wahrscheinlich ziemlich mit der Müdigkeit zu kämpfen haben. Was ich natürlich nicht will. Ist ja ganz verständlich, weil ich möchte ja durchhalten bis frühestens, wie gesagt, 19 Uhr. Aber ich werde das schon irgendwie hinkriegen, hoffe ich. Wäre halt nicht das erste Mal, dass ich die Nacht durchmache. Deswegen sollte das so gesehen eigentlich kein Problem sein. Normalerweise mache ich das eigentlich nur mit Kollegen, also wenn Kumpel dabei sind. Alleine schaffe ich das irgendwie nicht, ich weiß nicht. Weil dann sitze ich halt alleine hier und dann werde ich halt müde von alleine, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Das hat sich sogar gereimt, obwohl ich das nicht wollte. Okay, ja. Das sind so unintentional Puns, die hier aus mir rauskommen.
Ja, also normalerweise mache ich das mit Kollegen nur, weil irgendwie, wenn ich alleine hier sitze, dann werde ich halt schneller müde. Das ist einfach so. Deswegen mache ich das meistens nicht, wenn ich alleine bin, aber jetzt sehe ich halt keine andere Wahl mehr, als das hier zu machen, als, ich sag mal, einfach nur, damit ich halt dann morgen wieder normal aufstehen kann und zu normalen Zeiten sogar vielleicht schlafen gehen kann am morgigen Tag. Weil mir das ist ehrlich gesagt mir hier, ich will nicht um 19 Uhr oder so wach werden. Das ist mir ehrlich gesagt, ne, fuck me, that's not happening. That is not happening. I'm not going to freaking waking up at like 7 p.m. That's not going to work. Ich sollte das Pokémon eigentlich sogar mit Snobilikat besiegen können. Ich wollte schon sagen. Critical Hit sogar, Alter. Garfield. Cool the fuck down, Alter. Chill, yo. Apropos, da kann ich auch mal ein bisschen hier einen kleinen Funfact raussetzen. Wenn ihr mal versucht, die Gen 1 zu spielen, einfach mal aus Just for the Lulz oder so, überlegt euch doch mal ein Snobilikat ins Team zu nehmen. Snobilikat kann nämlich Schlitzer erlernen, was in der Gen 1 eine erhöhte Volltrefferchance hat, beziehungsweise in jedem Pokémon eine erhöhte Volltrefferchance hat. Und in der Generation 1 war das nämlich so, Volltreffer werden bestimmt nach der Geschwindigkeit des Pokémons. Und Snobilikat war halt in der ersten Generation mit eins der schnellsten Pokémon. Und besitzt halt, wie gesagt, die Attacke Schlitzer, welches eine erhöhte Volltrefferchance hat. Das heißt, das Pokémon hat so gut wie immer gecrittet, okay? Immer. So gut wie immer hat es gecrittet. Das heißt, merkt euch das mal vor, ja? Packt euch das mal irgendwie in eure restlichen Gehirnzellen, die noch übrig sind, um solche Informationen zu speichern, rein. Und behaltet euch das mal im Hinterkopf, falls ihr mal irgendwann Gen 1 spielen solltet oder so. Wer weiß. Kann ich euch wirklich nur am Herzen... Nee, kann ich euch nur empfehlen, so. Wir sind jetzt unten angekommen, das heißt, wir müssen wieder zurück... Ja, da... Wir sind sehr weit gekommen, wie ihr sehen könnt. Wir haben es nämlich geschafft, von hier oben die Route hier unten zu machen und dann ganz hier runter zu kommen. So weit sind wir gekommen, Leute, ja. Kein Scheiß, ist jetzt no Kappa hier, ne? Gott. Ich darf das so nicht sagen. Es gibt hundertprozentig auch Leute, die mir das echt abkaufen, die sich mit Pokémon und so nicht auskennen und die mir das jetzt echt abkaufen, dass ich da ungefähr war. Leute, nein. Das war nur ein Scherzchen, das war nur ein Troll, ja? An die Leute, die es vielleicht so geglaubt haben, das war nur ein Troll. Wir müssen aber trotzdem noch wieder zurück in die Route, weil es gibt ja immer noch Pokémon-Trainer, die wir noch nicht besiegt haben, weil wir noch nicht deren, wie soll ich sagen, deren Route abgelaufen sind. Ich glaube, dieser Ast-Trainer fing mit dem Electek an oder mit dem Tauboss. Also ich kann mich erinnern, dass der Tauboss und Electek hat. Mit was der jetzt aber anfängt, weiß ich nicht mehr. Tauboss oder Electek? Bitte lass es Electek sein. Ich glaube, es war Electek und nicht Tauboss. Wow, 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 wow. Lex, woher kommt ihr? Lex, verpisst euch. Uncool. Natürlich fängst du mit dem fucking Tauboss an. Natürlich, egal. Ich habe ja... Okay, Klumpen hat ja Ice Heap. Das sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Apropos Ice Heap. Ich muss gleich nach Dukatia City, fällt mir ein. Andys Wunsch erfüllen mit den Elementarschlägen. Fucking Simsala. Und dass das nicht gereicht hat, ist extrem peinlich, Molord. Also selbst wenn das kein Step bekommt, Junge. Das muss ja wohl ein One-Hit sein, Klumpen. Zumal es halt ein spezieller Angriff sogar ist. Alter, Klumpen, ich bitte dich. Please. Fucking 11 Level über dem Tauboss und kriegt es nicht mit einem Ice-Heap besiegt, ey. Traurig. Jetzt sollte die Selecte kommen. Jawohl. Guck mal, so ein paar Pokémon-Trainer habe ich wohl noch im Kopf. Und ich weiß nicht, wieso es jetzt gerade laggt. Natürlich ist das Lightscreen, dann geht mir halt auf den Sack. Ich weiß nicht, wieso das laggt. Geht das schon wieder los? Will mich hier wieder irgendwas nerven oder so? Ach, das reicht mal wieder für einen One-Hit dann, oder? Ja, ja, ich merke schon, Pokémon ist schon gut, ne? Mir wollt ihr mir extra hier auf den Sack gehen. Was soll ich gerade nochmal sagen? Genau, dass wir hier Andys Wunsch erfüllen mit den Elementarschlägen, was Simsala angeht. Das hat er ja schon, ich sag mal in Anführungszeichen, requested. Vor ein paar Folgen. Und deswegen werden wir ihn das mal erfüllen. Ach ja, gegen dich haben wir ja schon, Kim. Ja, und das wollen wir natürlich erfüllen für den Lieben. Das war jetzt richtig dumm, oder? Oh, das war jetzt, glaube ich, richtig dumm, dass ich da runtergesprungen bin. Oh mein Gott. Oder? Oh, ich glaube, das war richtig dämlich. Ja, 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 okay. Fucking... Warte, ich kann auch Teleport einsetzen. Yes. Das... Hä? What? What? Teleport funktioniert, glaube ich, nicht wirklich. Ich bin in Mahagonia City, meine Freunde.
Help! Okay, ich hoffe, ich kann fliegen. Sonst habe ich ein großes Problem. Let me fly. Well, that was interesting. Okay. Ja, das war jetzt auch sehr interessant. Okay. Only happens to me. Just having a nice day. Just thank you very much. Okay. Interessante Situation, in der ich mich gerade befunden habe. Wieso nicht? Klar. Wieso auch nicht? Okay. Ich sollte, glaube ich, immer, wenn ich irgendwie 24 Stunden Temp mache oder so, sollte ich immer aufnehmen, glaube ich. Da passieren die craziesten Dinge. Ich meine, ich habe gerade Mario Kart Wii gespielt und da ist mir auch etwas sehr Interessantes passiert. Bei SNES Ghost Valley 2 ist mir gerade was sehr Lustiges passiert. Da habe ich nämlich auch einen ziemlich interessanten Spielfehler gehabt. Da gibt es nämlich diesen Wall-Clipping-Glitch direkt am Start. Und da habe ich es irgendwie hingekriegt, dass mein Charakter einen, wie soll man sagen, so ein 180 gemacht hat, so ein Frontflip, so ein Backflip gemacht hat. Das war auch sehr interessant. Heute passieren echt crazy Dinge. Ich sollte das, glaube ich, immer machen. So, wir können sogar direkt mal sehen. Jetzt kommen wir so langsam mit Kadabra in so einen Bereich rein, wo wir testen können, ob der Hackersteller auch wirklich dafür gesorgt hat. Ich habe Angst vor Explosion, fällt mir gerade ein, oder vor Finale. Wir können dann auch ganz gut sehen, wann sich oder ob sich Kadabra auch zu Simsala weiterentwickelt. Weil wir jetzt so langsam in diese Range kommen, wo die Hackersteller das normalerweise reintun. Also so zwischen 35 bis 40. Deswegen, ich bin schon gespannt, ob er das reingesetzt hat. Ich hoffe es wirklich. Simsala wäre fucking sick. Hätte ich lieben gerne. Ja. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, wenn er das gemacht hätte. Und vor allem, es ist ein starkes Pokémon. Ich meine, es ist eine relative Glaskanone. So physische Angriffe, da darf ich Simsala nicht hinschicken. Wenn ich physischen Angriff oder so bei Simsala reinballer, das wird gar nicht gut. So ein kleiner Funfact zwischendurch, hier kann man sich Dratini angeln. Hätte ich machen können, aber es gibt noch einen anderen Ort, wo ich mir Dratini holen kann. Deswegen, nope. Okay, ne, da unten sollte nur ein Hiker sein, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Hier unten, ja genau, richtig. Gut, dann werden wir dich noch machen und dann werde ich mal gucken, dass ich mir die Elementarschläge da hole. Und dann sollten wir die Route abgeklärt haben. Es gibt da noch einen Höhleneingang, aber die dunkle Höhle ist nicht so spannend. Da gibt es noch, ich glaube, soweit ich weiß, ein Sonderbonbon oder irgendwie sowas, aber nicht wirklich was Spannendes, weshalb ich da, glaube ich, nicht wirklich hin möchte. Ich glaube, da gibt es noch den einen oder anderen Trainer, aber overleveln will ich mich ja, wie gesagt, nicht. Ich glaube, ich werde sogar mit diesem Team-Level gegen Sabrina dann kämpfen, beziehungsweise ich glaube, ich werde mit diesem Team-Level dann noch in die Arena gehen und nicht mehr trainieren. Wobei ich halt schauen muss, ihr könnt mir ja in die Kommentare mal schreiben, welches Pokémon ich für Quiekel austauschen sollte. Weil ich werde Quiekel ins Team nehmen. Ganz einfach wegen Drachenarena Sweep und so. Aber mich würde mal interessieren, gegen welches Pokémon. Oder vielleicht gibt es ja sogar den einen oder anderen, der in die Kommentare jetzt schreibt. Marcel, du, ich will nicht, dass du Quiekel ins Team nimmst, weil das ja irgendwie unspannend wäre. Dann würdest du ja, wie du es gerade gesagt hast, diese Arena durchsweepen und das wäre doch irgendwie voll langweilig und so. Wenn du dieser Meinung bist, dann schreib es gerne in die Kommentare. Dann mache ich es vielleicht auch so, wer weiß. Aber ich will halt schauen, welches Pokémon ich dafür reinwechsle. Ich möchte natürlich euch da am liebsten fragen. Weil ich natürlich auch möchte, dass ihr so ein bisschen mit Zuschauer eingebunden seid in diesem Projekt. Und deswegen wäre es ziemlich cool, wenn ihr mir schreiben könntet in die Kommentare, gegen welches Pokémon ich Quiekel eintauschen soll. So, dann fliegen wir mal nach Ducadia City. Ja, wir müssen ja nicht wirklich weit, wie man sehen kann. Wir sind ja eigentlich schon, so gesehen, ein Katzensprung neben Ducadia City, so gesehen. Okay, die Map-Witze werden nicht besser. Nee, Marcel, hör bitte auf, ich krieg schon Krebs in den Ohren. So, die Elementarschläge, das wollte ich besorgen. Und da wollte ich mal ganz schnell schauen, was ich dort für Elementarschläge holen kann für Simsala. Ich wäre auf jeden Fall für Ice Heap, ja. Ice Heap, weil fucking Drachenarena. Ich bin hier nicht richtig. Hier ist die Medizinbar anscheinend. Hier bin ich richtig. Okay. Du warst das, ne? Genau. May I help you? Ich nehme einfach mal alles mit. Ice Punch, ja genau. Thunder Punch nehme ich auch nochmal mit. Und Fire Punch, why not? So, und Headbutt brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt. Und dann wollen wir mal direkt Simsala, oder, ach, Simsala sei schon, Kadabra mit ein paar TMs hier voll füttern.
Wir haben so noch ein paar TMs. Shadow Ball könnte ich denen halt beibringen, ne? Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Wieso kann Garfield... Ich will gar nicht fragen. Okay, wenn Garfield auch fucking... Wie heißt die Attacke nochmal? Juwelenkraft erlernen kann, dann kannst du wahrscheinlich auch Spuckball. Ja, komm, Teleport. Das hat... Man hat ja gesehen, wie viel das gebracht hat. Teleport seems legit. Works fine. Such teleport much wow. So, und Ice Punch würde ich einfach mal sagen. Genau, sehr gut. Ice Punch dem auch nochmal beibringen. Gegen... Da würde ich sogar eher Reflect nehmen, weil Recover ist halt schon... Ja, oder... Naja, ich setze eher Reflect ein als Recover, ist das Problem. Ich mach sogar Recover weg. Ganz einfach, weil ich kenne mich. Und ich setze öfter Reflect ein als Recover. Ich kenne mich, wie gesagt, und ich weiß, dass es so sein wird. So, Ice Punch erlernt. Und damit sollte jetzt das Kadabra so gesehen gewappnet sein. Beziehungsweise, wenn es sich dann hoffentlich weiterentwickelt zu einem Simsala. Oh my god. This Pokémon is going to be so sick. 101 Spezialangriff. Leute, wenn das ein Simsala ist, das wird alles auseinandernehmen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das wird so ein geiles Pokémon. In before nächster Part ist das Pokémon tot. Ich sehe schon kommen. Einfach nur, weil ich das gesagt habe. So, und ich werde diesen Part jetzt hier in der Ducatia Kaufhalle, Kaufhaus, Gedöns, jetzt einfach mal stoppen. Ich hoffe, euch hat dieser Party gefallen. Und dann würde ich mal sagen, habt noch einen schönen Tag, Leute. Tschüss, Kostjankowski, bye bye. Macht's gut.